Bei der Systembiologie muss man sagen, ist also eine von den wirklich extrem interessanten Perspektiven, dass man in einer einzigen Zelle eines Menschen Veränderungen im Erbmaterial anschauen kann. Das bedeutet, dass man sehen kann, was zum Beispiel in einem Tumor genau passiert. Ich habe theoretische Physiker, ich habe Bioinformatiker, bald einen Ingenieur, also ein ziemlich diverser Background. Aber das macht, finde ich, auch großen Spaß, diese Sachen dann insgesamt auf biologische Fragen anzuwenden. Eine Sache wird auf jeden Fall kommen in den nächsten Jahrzehnten. Das ist das Schauen in individuelle Patienten, also personalisierte Medizin.